Hallo, mein Name ist Jim Panzer und ich war auf der Gamescom. Gestern war ich auf der Gamescom und deshalb sehe ich jetzt auch noch so aus, wie ich aussehe. Ich glaube, jeder von euch, der schon mal auf einer Messe war, kann das in etwa nachvollziehen, wie ich jetzt gerade drauf bin. Und ich sag's euch ganz ehrlich, mein Kamerakontakt ist abgesprungen, sehr kurzfristig, konnte auch keinen Ersatz besorgen und ganz ehrlich, es ist mir jetzt auch scheißegal. Deshalb bekommt ihr hier leider nur so ein paar Handyaufnahmen und die sind auch nicht so ganz scharf bzw. etwas verwackelt. Sorry, ich habe noch keine Cam, da wird sich noch ein bisschen was dran ändern und ich wollte jetzt auch nicht so auf die Schnelle immer mal mit irgendwas rumhampeln und da, naja, gut, ihr werdet das, glaube ich, verstehen. Also, High-End-Aufnahmen sind jetzt erstmal nicht am Start. Außerdem hatte ich auch so ein bisschen Stress mit meiner Internetverbindung, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ich lasse jetzt hier einfach erstmal meine Aufnahmen laufen. Begonnen hat das Ganze nämlich schon direkt in meinem Auto, wo man nichts von dem gehört hat, was ich gesagt habe, weil Handyaufnahmen sind ja nun mal Handyaufnahmen. Ich hatte auf der Messe gar keine Datenverbindung und insgesamt auch viel zu wenig Netz hier und auf der Autobahn bin ich echt nicht schnell gefahren. Also ich mache das nicht. Ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie darum zu rasen und dann gleichzeitig was aufzunehmen. Später bin ich allerdings schon etwas schneller unterwegs gewesen. Das ist übrigens der Fiat Punto Evo Diesel mit 6 Gängen. Macht richtig Spaß, wenn man den einfach nur so laufen lässt. Ja, ich hatte in der Halle so gut wie kein Netz und keine Datenverbindung. Zumindest dann, wenn ich es gesehen habe, also wenn ich drauf geachtet habe. So sieht das in etwa aus. Da stehen dann in vielen verschiedenen Hallen viele verschiedene Sachen und das hier war mal so eine etwas kleinere Halle. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, mit so einem kleinen Fahrsimulator. Fand ich ganz cool. Ich habe mich persönlich momentan noch nirgendwo angestellt, um da was zu machen. Werde ich allerdings heute dann wahrscheinlich tun. Ich bin noch gespannt. Ich habe sehr viele Eindrücke gesammelt und habe auch mit einer Menge Zuschauer gesprochen. Das war schon sehr, sehr abgefahren und hat auch richtig Bock gemacht. Allerdings haben mich noch nicht so viele Leute angesprochen, wie ich es gerne hätte. Trotzdem, die ersten, die mich noch bevor ich in die erste Halle reingekommen bin, abgefangen haben, das waren die beiden Jungs von dem Kanal Two Epic Buddies und die haben es nicht für nötig gehalten, sich überhaupt zu erkennen zu geben und ich kann ja auch nicht wirklich jeden kennen. Also Grüße an dieser Stelle nochmal an euch beide und der Tipp mit den Altersbändchen hat ganz gut funktioniert. So, ja, Gamescom, meine ersten Eindrücke. Groß, bunt, laut, sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht und das sollte man sich als Gamer wirklich mal geben. Also wenn man es irgendwie einrichten kann, dann auf jeden Fall auf die Messe. Es ist natürlich eine Messe, keine Frage. Und hier in dieser schönen Aufnahme, ja, es war einfach nur laut und brutal. Da hat gerade irgendeiner irgendwo auf irgendeinem Stand gerade rumperformt und hier schön Battlefield 4, ja. Dieser EA-Bereich ist einfach gigantisch groß. Titanfall, FIFA, Sims, Battlefield, ja, und weiß der Geier, was da noch so alles lief. Wie gesagt, ich habe mir das gegeben, ich habe mir die Schlangen angeschaut und die Menschen angeschaut, ich habe mit Mengen Leuten gesprochen. Das war schon sehr abgefahren. Allerdings, ihr könnt mich ruhig ansprechen. Also beispielsweise, ich bin die erste Zeit mit meinem Clan-Kollegen Martin durch die Gegend gelaufen. Grüße auch nochmal an dich von dieser Stelle aus. Und danach zu Krieger, den habe ich gleich auch nochmal kurz drauf, ja. Und das ist ja eine Erscheinung, meine Güte. Der hat ein Organ im Hals. Richtig interessant, ne? Da vibriert es erst hier und dann auf der anderen Seite, aber muss man einfach durch. Ja, das ist hier, ne? League of Legends, ihr habt es alle schon gesehen, da war auch eine Menge los, da wurde auch die ganze Zeit gespielt und live kommentiert, war sehr geil anzusehen, ich habe mir das mal so ein paar Minuten gegeben und ging eigentlich ganz gut ab. So, dann hier, keine Ahnung, wo ich da gerade bin, ist jetzt auch nicht so wichtig. Was ich noch sagen wollte, erst war ich, wie gesagt, mit meinem Clan-Clan unterwegs, dann direkt bei Krieger. Und was man über Krieger alles für YouTuber kennenlernt, die da bei ihm mit hinten dran mithängen, hier ist er auch gerade schon im Bild, genau, da war das nämlich. Das ist schon sehr beeindruckend. Nochmal Grüße an euch alle. Ich kann mir die Namen total gut merken, deshalb zitiere ich die jetzt hier auch. Und ich habe mit Krieger dann schon mal über die nächsten Multiplayer-Projekte so ein bisschen gesprochen und eins davon wird so in die... Da ist Otak! Otak, mein Freund, grüß dich an dieser Stelle auch nochmal. Ja. Das war dann so im Prinzip nach dem ganzen Messegang mit den ganzen Jungs. Die Ahornente sehe ich da vorne auch und noch so ein paar andere Leute. Fössel beispielsweise. War sehr chillig mit den Kollegen dann ein bisschen abzuhängen. War sehr amüsant und ich fand es ziemlich, ziemlich geil. Ich wollte gerade noch was erzählen. Die Aufnahmen sind nämlich gleich auch schon fast vorbei. Da kommt, glaube ich, noch ein Padawan-Anwärter noch mit ins Bild. Musste ich natürlich auch erstmal direkt begrüßen. Und das
sehen wir in 3, 2, 1, ja. Ah, nochmal Otak, okay. Dann kommt sie gleich. Aber ist egal. Oh, jetzt habe ich schon verraten, verdammt. Ja, Otak wird hier gerade noch so ein bisschen interviewt. Mich hat der Krieger dann auch mit seiner Kamera und dem Meerschweinchen-Mikrofon da ein paar Sachen gefragt. Das wird wohl auf seinem Kanal auch die nächste Zeit kommen. Ich bin mal sehr gespannt. Jedenfalls, es wird noch ein Projekt geben. Da möchte ich jetzt nicht so viel zu verraten. Ich kann nur eins dazu sagen. Es wird mit sehr vielen Leuten spielbar sein. Und wenn ich viele Leute meine, dann meine ich wirklich viele Leute, ja. Oh, Puster ist auch am Start. Ja, richtig, der war gestern auch gut dabei. Grüße an dieser Stelle. Mein Gott, das ist ja mehr oder weniger so ein Grußvideo, ne? Aber egal, jedenfalls, es wird mit sehr vielen Leuten sein und wartet auf das Infovideo, was nächste Woche kommt. Ich denke, da werden wir sehr kurzfristig mit anfangen können und dann geht das direkt in großen Schritten weiter und wir können dann im Prinzip wöchentlich spielen. Seht ihr, wer da ist? Die Finalistin, Any Art bzw. Jody vom Kanal, Any Art. Ich durfte auf ihrer Tasche unterschreiben. Ja, leider habe ich dann nichts weiter aufgenommen. Und ich sehe gerade in der Cam, wie beschissen ich eigentlich wirklich aussehe. Eigentlich sollte ich hier die ganze Zeit schön nur mit der Sonnenbrille rumlaufen, aber das kann ich euch ja nicht antun. Ja, Aufnahmen sind vorbei. Ich habe gestern einfach zu wenig aufgenommen. Ich habe, das geht irgendwie gar nicht hier. Ich habe irgendwie zu wenig aufgenommen, ich habe zu viele Eindrücke gesammelt, es sind zu viele Sachen so auf mich eingeprasselt. Dann den Stress mit meiner Datenverbindung, das hat mich auch noch so ein bisschen Nerven gekostet. Und das hier habe ich heute an. Also, falls ihr nachher erst auf der Gamescom seid oder dieses Video schon seht, bevor ich am Start bin, beziehungsweise bevor ihr auf die Gamescom geht, ja. Das waren erstmal so meine ersten Eindrücke. Es war sehr geil und es war einfach sehr viel. Entschuldigt, dass jetzt noch nicht mehr kommt. Ich werde heute mir ganz fest vornehmen, den ein oder anderen mal direkt zu interviewen. Vielleicht leiht mir der Krieger dafür ja seine Kamera zwischendurch. Ansonsten habe ich noch so ein kleines Format vor. Da muss ich nochmal den Leuten, von denen ich mir das ausleihe, Bescheid sagen. Ich bin nämlich vor kurzem auch mal interviewt worden in einem spezielleren Format und das hat mir so gut gefallen. Das würde ich auch nochmal mit anderen Leuten machen, denn das eignet sich speziell auf Messen und es sind dann nicht so diese Standardfragen, wie lange bist du schon auf YouTube, warum hast du schon mit YouTube angefangen und so weiter. Nichts dagegen, aber das geht halt in etwas in eine andere Richtung. Da muss ich die beiden, glaube ich, nochmal informieren. So, das war's für jetzt, für den ersten Moment. Schon wieder per Facecam. Ich weiß, ja, haha, witzig und ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. So, wir sehen uns auf der Gamescom. Wenn ihr mich sprechen wollt, sprecht mich einfach an. Wenn ihr ein Autogramm oder Autogramm, ich habe noch nie Autogramme gegeben, das ist so strange, oder Fotos machen wollt, einfach ansprechen. Ich bin ein ganz normaler Mensch und ich glaube, ich habe mir mit vielen von euch auch richtig Zeit gelassen. Das war sehr amüsant und auch sehr schön für mich, mich zu unterhalten und einfach so ein bisschen auszutauschen. Hat mir sehr Spaß gemacht. Ich bedanke mich nochmal an dieser Stelle dafür. Und wie gesagt, wenn ihr selber YouTuber seid und ein bisschen sprechen wollt, einfach hingehen, einfach quatschen. Wenn das mit der Zeit ein bisschen knapp ist, weil ich heute ein paar Termine habe, dann nehmt es mir bitte nicht übel, aber dann können wir später einfach noch mal ein bisschen quatschen. Speziell so zum Ende des Tages hin findet sich da immer so ein Ort, habe ich gestern festgestellt, an dem man einfach so ein bisschen gechillt noch ein bisschen quasseln kann und wo es dann einfach etwas ruhiger abgeht. So, das war's von mir. Ich bin Jimpanse und erstmal raus. Ich darf eigentlich gar nicht auf diesen Tisch schauen, sonst vibriert das Mikrofon. Wir hatten das Thema ja gestern schon. Und ja, wir sehen uns auf der Gamescom. Haut rein, bis dann und habt ein schönes Wochenende. Ciao und tschüss.